Hey! Enrico! Arschkopf! Was sollte das denn gerade für eine Aktion sein? Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ich will mir mal ein neues Auto mal holen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Forza Horizon 3. Meine Autos. Ich habe da so viele schöne Autos hier. Ich habe so schön viele Autos. Wir nehmen mal den. Ja, wie gesagt, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt ist meine Kartenmarkierung weg. Aber ich müsste vielleicht auch mal den Timer mal anmachen. Dann funktioniert das hier auch alles. Alpha Shockwave. Alter, fährt er mal eben 320. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Komm, gerade die Nase. Okay. Ich weiß nicht, irgendwas kam, ist da gerade aufgeploppt. So, wir machen jetzt mal diese Veranstaltung. Querfeld ein, Fanrennen, Veranstaltung, 3 Runden. Welche nehmen wir denn? Nehmen wir den. Bin guter Dinge, dass das ein ordentliches Auto ist. Da steht Monster drauf. Und wo Monster drauf steht, ist auch Monster drin. Den geilsten Startpunkt gerade gehabt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich denke mal, wir fahren mal rechts hoch lang. Ach Gott, ey. Rafael Espinosa. Nein, jetzt verpasse ich auch noch einen Checkpoint. Oh, stimmt ja, hier war das ja mit den Checkpoints. Das war ja das Spiel mit den Checkpoints. Ich glaube, ich habe ein Auto gewählt, was nicht so viel Power hat, habe ich das Gefühl. Gehen wir wieder oben lang.
Komm, in die Top 3 will ich wenigstens kommen. Eine Runde noch. Da hat es mich, trotz dass ich nach rechts gelenkt habe, hat es mich unwahrscheinlich gerade nach links gezogen. Oh, das war so klar. Das war so klar, dass er mich erwischt. Weißt du was? Du fährst mal unten lang, ich fahr mal oben lang. Was hältst du denn davon? What the fuck? Ich komm da nicht raus. Ich muss da komplett den ganzen Sprung nochmal machen. Das war doch schon besser. Ich muss ja nur noch den ersten Platz behaupten. Das hört sich gerade so voll weird an, weil ich den Game-Sound auf den Kopfhörern total leise habe. Das hört sich so voll ganz komisch an. Egal. Wir haben es geschafft, trotzdem noch kurz vor Ende, aber das zählt. Ah, wir haben gleich wieder ein Level up. Ich habe im Forza hab nämlich auch nicht mehr so viel, ich habe nur noch 600 Punkte oder so und dann habe ich schon das nächste Level. Da kriege ich dann statt 120, ich glaube 250.000 Credits pro alle zwei Wochen. Das lohnt sich nämlich echt. So, das haben wir auch. Ich glaube, das ist aber hier nur wieder... Fanrennen-Geschichte. Links abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ach nee, das haben wir. Der war es noch nicht. Okay. Nehmen wir ein anderes Auto. Weil der ein S1-Wagen ist. Das ist eigentlich das Schnellste, was ich habe. Kann man sich ein Amazon-Auto, eine Amazon-Werbung aufs Auto machen? Macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich merke gerade, es macht einfach wieder riesen Gaudi, das Spiel. Ich meine, nachdem Need for Speed einfach so eine extreme
Reinfall war mir, das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre wieder alt, das Spiel, ja, nicht ganz. Ich glaube, ein September 2016 kam das raus. September, dem Zeit, ungefähr in der Zeit. Aber es macht echt riesen Spaß. Da merkt man aber immer mal wieder, dass Thrift zwar geil aussehen und Punkte bringen, aber einfach Geschwindigkeit kosten. Sieht wirklich mega geil aus, aber es bringt einfach gar nichts. Nice. Es läuft gerade. Sind wir jetzt aufgestiegen eigentlich? Wir haben jetzt durchgeklickt, aber ich glaube, wir sind aufgestiegen. Ja, wir sind aufgestiegen. Sonst wird noch kein V-Spin jetzt haben. Ah ja, 150.000. Kann man mitnehmen. So. Gucken wir mal noch, was wir jetzt nächstes hier haben. Wo sind wir denn? Da sind wir. Ja, aber das sind ja alles alte Sachen. Das hat man ja vorhin uns schon mal angeguckt. Genau das. Was ist denn Rivalenrennen? Okay, es ist einfach nur. So, jetzt gucken wir nochmal. Das war eine Meisterschaft, die ich noch nicht fertig hatte. Das Problem ist, dass überall neu dran steht. Ich verstehe es einfach im Moment noch nicht. In 200 Metern rechts abbiegen. Ansonsten fangen wir einfach oben an und arbeiten uns nach unten durch. Ich meine, bis Herbst sind ja noch ein paar Tage, da müssen wir ja noch ein bisschen was aufnehmen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wir machen mal die Meisterschaft. Supersportwagen? Du findest sie garantiert bei der Super Hot Hatch Meisterschaft.
Okay. Dann machen wir das mal jetzt. Wir werden wahrscheinlich nicht alles in der Folge schaffen, werde ich wahrscheinlich. Es waren 4 Rennen, 2 Rennen jetzt, 2 Rennen dann in der nächsten Meisterschaft. In der nächsten Folge. Alter, der geht ab. Wäre ganz schön, wenn Scary Baby mir nicht immer ins Auto reinfahren würde. Dankeschön. Aber die A-Klasse sieht so scheiße aus mit der Lackierung. Gehen wir nach innen. Ich glaube, ich habe den Punkt verpasst. Ich muss die ja mindestens berühren. Beinahe vergessen zu bremsen. Alter, verpiss dich! Das für Schmidt-Spieler da, Crazy Cat und so, habe ich noch nie gehört von denen. Schade, dass man das nicht nochmal komplett auf Anfang stellen kann. Dass man das eben von Anfang, oder ich weiß nicht, ob das geht, dass man das eben nochmal von richtig von Anfang an nochmal spielt. Alle Autos auch abgibt. Das müsste ja eigentlich gehen. Muss mal googeln. Alter. Hängen wir gut unter Pelle. Der Giftgrüne, die Giftgrüne A-Klasse. Aber war ein schönes Rennen. Hat mir sehr gefallen gerade. Hat mir sehr gut gefallen. So, das war das hier, gell? Genau, wir stehen nämlich jetzt da unten. Das aktive Meisterschaft, das nächste ist nämlich da. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 100 Metern links halten. Ich finde es immer wieder schön, wenn ich ein bestimmtes Auto auswähle, dass dann alle drei Avatare dann mit der Zeit auch das gleiche Klasse, die Fahrzeugklasse bekommen. Wenn also mit dem Jeep rumgefahren, also mit dem Hammer rumgefahren bin, haben die dann nach und nach alle ihre eigenen Jeep-Offroad-Dinger rausgekramt. Jetzt fahren sie alle ihre kleinen Supersportler hier.
Metern rechts halten. Bandit Bandits, auch wieder mit dabei. Zu viele alte Namen von Leuten, die, von denen ich schon auch schon länger nichts mehr gehört habe. Das ist Wahnsinn. Sie haben ihr Ziel erreicht. Es ist so Wahnsinn. Wie gesagt, es sind so viele dabei. Young, Bandit Bandit, Halunken Gamer. Satsumi. Satsuma, Entschuldigung. Dieser Winnie, da der vor uns gefährt. Alles Zuschauer war mal von mir gewesen. Enrico hier, der Sekundenschlaf, der gerade vor mir fährt, der hat mir gestern geholfen, meinen Rechner wieder einzurichten. Das ist ja ein Streamer, der streamt ja immer bei Twitch. Dass ich die Punkte gleich da oben wieder verliere. Ah, nee. Er müsste dich dann mal fragen, so bei, keine Ahnung, bei 100.000, möchten sie die Punkte jetzt safen und von null anfangen oder möchten sie weiter sammeln? Das wäre cool. Bekomme ich ihn da vorne noch? Fährt auch ganz gut. Ich glaube, ihn werde ich nicht mehr bekommen. Oder doch? Das könnte mich jetzt einen Sieg gekostet haben, die Aktion. Entschuldigung. Naja, es war jetzt nicht ganz so sauber, aber letztendlich haben wir es hingekriegt. Ich kann doch keine Mercedes A-Klasse gewinnen lassen. Bei so einem geilen Auto. Guck mal, das ist auch so ein Monster-Auto. Ich bin ja hier ein bisschen müde, aber eine Folge machen wir noch, weil wir müssen ja das Rennen noch zu Ende machen. Weil ich definitiv weiß, wenn ich Sonntag mich da wieder ransetze und noch was aufnehme und Levelaufstieg, weil weiß ich nicht mehr, um was es ging. Oh, den Aston Martin hätte ich gerne. Aber ich kriege da irgendwie nie Autos. Oder ein Toyota Corolla. Läuft bei mir. Es läuft richtig gut bei mir. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt noch mal eine Folge aufnehmen. Wie gesagt, ich bin eigentlich schon ein bisschen müde, aber wenn ich jetzt aufhöre, vergesse ich das nächste Mal, dass ich da unten weitermachen wollte. Deshalb, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns nächste Folge wieder, das heißt dann übermorgen. Morgen gibt es wieder Forza Motorsport 7 hier auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao.